Irene Rappold. Vor 12 Jahren erkrankte die Hausfrau und Chemikerin aus Winterthur an Multipler Sklerose, kurz MS. Ihr Immunsystem greift ihre Nervenzellen an. Die Folgen, sie ermüdet schnell und muss mit ihren Kräften haushalten. Hinzu kommen Schmerzen und Empfindungsstörungen bis hin zu Lähmungen. Irene Rappold kennt sich aus mit ihrer MS. Deswegen engagiert sie sich als Citizen Scientist. Sie ist Teil eines Teams, bei dem Betroffene und Experten gemeinsam daran forschen, MS besser zu verstehen. Ein Fragebogen, an deren Entwicklung die Betroffenen beteiligt waren, liefert die wichtigsten Daten. Alle 6 Monate trägt Irene Rappold alles ein, was wichtig ist. Medikamente, Ernährung, Sport, wie man sich fühlt oder am Arbeitsplatz zurechtkommt. Auch ein persönliches Tagebuch gehört dazu. Für mich ist es eine Art, meine MS-Erkrankung zu dokumentieren, also beispielsweise Schübe zu erfassen oder Tage zu erfassen, an denen es nicht so rund läuft, was dann eben auch nicht rund läuft, das ist sehr wichtig. Und für die Forschenden ist es letztlich sehr interessant, eine große Datenmenge zu haben, die sie dann auch verwerten können. Über 2000 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz liefern mittlerweile regelmäßig umfangreiche Datenpakete. Für die Profis am Institut für Epidemiologie der Universität Zürich sind sie von höchstem wissenschaftlichen Wert. Egal, ob sie online oder per Post ankommen. Zunächst wird alles anonymisiert. Erst dann fließen die Daten ein in das neu entstehende Schweizer MS-Register. Zusätzlich zu den Informationen aus Fragebogen und Tagebuch sammelt das Register Informationen aus Krankenakten und einer anderen medizinischen MS-Datenbank. Eine so große Studie, die alle Lebensbereiche von MS-Betroffenen erforscht, hat es weltweit noch nie gegeben. Und er leitet das Pionierprojekt, der Epidemiologe Viktor von Wiel. Wir dürfen nun dieses Register im Auftrag der MS-Gesellschaft durchführen. Und was sehr speziell ist, wir legen großen Wert darauf, dass die Betroffenen in jedem Aspekt dieser Studie involviert sind. Nach 2 Jahren Forschung per Citizen Science liegen nun Ergebnisse vor, mit der die Forschung wichtige Schritte vorankommt, etwa bei der Suche nach der Krankheitsursache. Es bestätigt sich, dass die Gene eine Rolle spielen. Gut 20% der Betroffenen kennen in ihrer Verwandtschaft einen weiteren Fall von MS. Bei fast der Hälfte ist es jemand in der Kernfamilie. Zudem zeigt das Register, dass die Zahl der betroffenen Frauen offenbar noch größer ist als bisher angenommen. Doch neben den Genen gibt es noch andere mögliche Ursachen. Alle Zeichen deuten auf einen Virus hin, der da ein Mitauslöser sein könnte. Es gibt aber auch andere bekannte Risikofaktoren wie Übergewicht, Rauchen, Vitamin D-Mangel. Aber im Endeffekt sind wir immer noch sehr unsicher, was denn effektiv der Auslöser für eine MS ist. Zudem belegt das MS-Register, dass Diagnosen außerhalb von Kliniken mitunter länger dauern, manchmal sogar Jahre. Für viele Betroffene eine psychische Belastung. Für den praktizierenden Neurologen Jörg Kesselring ist klar, dass die niedergelassenen Ärzte noch besser für die Diagnose und den Umgang mit Betroffenen sensibilisiert werden müssen. Ich kenne viele Leute, die nach der Diagnoseeröffnung sprachlos sind, schockiert sind, auch über die Art und Weise, wie ihnen die Diagnose mitgeteilt worden ist. Und da müssen wir einfach besser werden. Und das können wir nur, wenn wir eben auch erfahren, wie gewisse Erlebnisse gegangen sind. Und die faule Ausrede, die weit verbreitet ist, man habe keine Zeit, die darf hier nicht stimmen, weil die Diagnose MS hat Auswirkungen praktisch ein Leben lang. Betroffene, die wie Irene Rappold mitforschen wollen, treffen sich mit den Experten in sogenannten Resonanzgruppen. Man diskutiert Ergebnisse, übt Kritik und macht Vorschläge für die Verbesserung des MS-Registers und der Online-Plattform. Dieses Feedback, das hilft uns, besser zu werden, und es hilft auch der Akzeptanz dieser Studie. Das Ziel ist eigentlich, dass am Schluss die Betroffenen das Register als ihr Register wahrnehmen. So konnte das Forscherteam bereits besonders dringliche Fragen erkennen, neue Projekte lancieren und Therapieformen unter die Lupe nehmen. Beispielsweise geht es hier um Sport, um Bewegung, um Alternativmedizin. Es geht auch um Freundschaft, um Arbeit. Dies sind alle wesentliche Elemente, die das Wohlbefinden von Betroffenen beeinflussen, die aber bisher eigentlich viel zu wenig untersucht wurden. Permanent verbessert das Citizen Science Team die Programmierung der Datenbanken.
So entsteht mit der Zeit ein Werkzeug, das sich genauso auch auf andere chronische Erkrankungen übertragen lässt. Irene Rappold und alle anderen Teilnehmenden bekommen regelmäßig ein persönliches Feedback und Informationen über neue Forschungsergebnisse. Das Analysieren dieser Daten und das systematische Ausfüllen des halbjährlichen Fragebogens ist zum wichtigen Ritual geworden. Wenn ich dann fertig bin, dann habe ich wieder den Eindruck, es ist jetzt alles dokumentiert, ich kann das wieder beiseite legen und dann bin ich einfach wieder die Irene. Und ich bin nicht auf meine Krankheit reduziert. Und das befreit mich ein Stück weit. Dieses Citizen Science Projekt tut offenbar auch ganz unmittelbar der Psyche gut.